Motorleistung in Traktion umwandeln. Vor dieser Herausforderung stehen die Hersteller aller PS-starken Traktoren und Erntemaschinen. Raupenlaufwerke werden dafür immer beliebter und helfen, die schweren Fahrzeuge auch bodenschonender auf dem Feld zu bewegen. Caterpillar, heute Echo Challenger, experimentierte Ende der 1980er Jahre zuerst erfolgreich mit neuen Laufwerkskonzepten und wurde für die Entwicklungsarbeit 2013 mit dem Meilenstein der Landtechnik des Deutschen Landwirtschaftsverlags ausgezeichnet. In einem mehrwöchigen Maschinentest haben wir die neueste Generation der Challenger-Baureihe MT700E in der vergangenen Stoppelbearbeitung ausprobieren können. Auch wenn die neueste SCR AdBlue-Technik der Challenger einiges vom charakteristischen Motorsound der Vorgänger genommen hat, so strotzt die Raupe dennoch vor Kraft. Genau wie bei den Motoren der Baureihe MT800 schlägt in den Maschinen nun ein Herz von Echo. Unsere MT775E holt aus dem 7-Zylinder mit 9,8 Litern Hubraum maximale 438 PS. Die Bedingungen waren während unseres Testeinsatzes durch monatelang ausgebliebenen Niederschlag anspruchsvoll. Mit dem 4,60 Meter breiten Grubber tat sich die Raupe dennoch leicht. Die Motorauslastung bewegte sich bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von rund 10 km/h bis maximal 70%. Der Schlupf war um die 5% erstaunlich, aber wie zu erwarten sehr gering. Aber Kraft ist nicht alles. Vor allem wenn man europäische Agrarbetriebe für einen Raupentraktor gewinnen will, muss an Straßentransport, Ausstattung, Kraftstoffeffizienz und Arbeitskomfort gedacht sein. Hier haben sich die Challenger-Raupen enorm weiterentwickelt. Das 16:4 Lastschaltgetriebe ist in den wichtigen Arbeitsgeschwindigkeiten bis 12 km/h gut abgestuft und verfügt über eine Schaltautomatik. Der Fahrhebel passt zur Raupe und ist einfach gemacht. Lediglich ein bisschen mehr Beschriftung hätten wir uns gewünscht. Auf der Straße sind knapp 40 km/h drin. An unserer Testmaschine waren die großen 30 Zoll, also 76,2 cm breiten Laufbänder montiert. Die Außenbreite der Maschine bleibt unter 3 Meter. Die Kraftübertragung findet über das hintere, große Antriebsrad statt. Leitrad und die drei Laufrollenpaare dienen der Geländeanpassung und der Bandführung. Zwei der Laufrollenpaare sind pendelnd aufgehängt. Das hintere hat einen eigenen Silent Block. Insgesamt ist das Laufwerk aber nur an zwei Punkten mit der Raupe verbunden. Am vorderen Zentralträger mildern Dämpfer einen Großteil der Erschütterungen ab. Zusammen mit den anderen Federungs- und Dämpfungssystemen ist der Fahrkomfort der Challenger so enorm gestiegen. Von den Ausstattungsmöglichkeiten steht die MT775E einem Standardtraktor nur wenig nach. Die Zeiten von nur Zugpendel sind vorbei. Das Heckhubwerk, an dem wir unseren Grubber gefahren haben, ist mit einer Hubkraft von fast 12 Tonnen massiv ausgelegt und in der Kabine auch vernünftig zu bedienen. Bis zu 6 Hydraulikventile mit einer Pumpenleistung von bis zu 321 Liter pro Minute stehen zur Verfügung. In unserer Testmaschine befand sich die serienmäßige 224 Liter Pumpe. Via Isobus lassen sich auch komplexere Anbaugeräte über das Terminal bedienen. Maschinenparameter und das Vorgewendemanagement werden über diesen Bildschirm bedient und eingestellt. Für die nächste Generation MT700 würden wir uns wünschen, dass Challenger hier eine bessere Lösung parat hat. Die Spurführung erfolgt über das Echo Guide 3000. Der Bildschirm ist uns bekannt und überzeugt durch Bedienlogik und Übersicht. Interessant war auch das Monitoring der Raupe über die Eggcommand-Telemetrie. Standortangaben und etwa 25 Maschinenparameter sind so über das Tablet oder vom Büro aus einsehbar. Die Kabine lässt sich ohne Einschränkungen als geräumig bezeichnen,
ist gut schallisoliert, hat einen klimatisierten Fahrersitz und auch einen anständigen Platz für den Beifahrer. Durch besondere Akzente in Richtung Design oder Komfort kann sie bei uns aber nicht punkten. Die MT-775e ist ein echtes Arbeitsgerät. Einige Bereiche der Raupe sind nur durch Spiegel einzusehen. Überrascht hat uns das einfache Handling unserer Testmaschine. Auch wenig raupenerprobte Fahrer hatten den Dreh schnell raus. Auch wenn das Verhalten, was Lenkbewegungen und Wendevorgänge angeht, schon etwas Übung verlangt. So lässt sich dann auch das Radieren am Vorgewende auf ein Minimum reduzieren. Weitere Eindrücke zu unserem nicht ganz alltäglichen Maschinentest der Challenger MT-775e lest ihr in der Agrartechnik-Ausgabe November 2015. Weitere Tests zu PS-Giganten und in Kürze auch zur Challenger Rogator Pflanzenschutzspritze findet ihr in unserem YouTube-Kanal.